Uff. Uff. Fällt doch noch. Macht einen riesen Unterschied. Weiter der Umkehrfluch? Ich war noch nicht dran, seitdem der aktiviert wurde. Ach so. Ach so. Der war. Oh oh. Ja. Ich weiß halt nicht mal. Achso, okay, er schläft ja. Du bist eh zu weit unten, deswegen ignoriere das einfach. Aber du darfst es nämlich okay. Jetzt nicht mehr haben. Also. Weil du schon mal dran warst. Ja. Geistergewehr, habe ich gerade gelesen. Nee, noch Geister wäre es das Spray. Ah ja. Nee, Geistergewehr, ich knall einfach Arno ab und dann krieg ich mir seine Sterne. So. Oh nein. Der, was zu Geistern macht. Oh no. Ja, okay, oh. Das ist aber actually richtig schlau von ihm. Ja. Aus deiner Sicht schon, aus meiner nicht. Null, null. Dann geht er wieder. Schade. Okay. Ah. Es wäre schmerzbar. Jetzt ist das zufälligerweise über ein Seil zu hüpfen. Nein. Ah, okay. Oh ne, das ist ein anderes sogar nochmal. Das sind zwei Seile. Okay. Die Fackler wollen dich fangen. Lass dich vom kleinen Fackler erwischen. Bewegen und springen. Oh, Fackler. Oh Mann. Die Fackler lassen nicht lang fackeln. Bilden Kreise, Kreuze und andere Formationen, um dich zu fackeln. Um dann dich hart abzufackeln. Fackel nicht lange. So. Eine ziemlich abgefackelte Sache. Oh mein Gott! Okay, oh Gott, okay. Oh Gott, ist das weird mit 2D-Dingern. Wieder versucht einfach. Wie Dave einfach versucht. Man kann sich halt auch nur übelst langsam bewegen. Ja, geil. Oh Gott. Boah, das war so fies einfach. Ihr seid original. Ich hab nicht mal gewonnen, weil ich gut war. Ich hab einfach nur gewonnen, weil ihr alle cocky wurdet und zu früh gesprungen seid. Nein, das Problem ist ja gegen ersten Uhrzeigersinn und sofort in die Gegensätze Richtung. Ja. Ich noch schon als Zweiter. Seil. Ich will. Scheiß Fackler. Oh mein Gott, wie gut, ey. Hä? Ich habe nicht so. Das Gefühl, dass ich diesen Sieg gerade gewonnen habe. Ich kann jetzt basically, glaube ich, immer noch nach oben. Ich meine, dass ich den Sieg verdient habe. Ich bin zu dumm zum Reden. Alle Neune! Oh nein, ich fasse es nicht. Was denn? Ha? Oh, ja! Ich habe gedacht, du wärst jetzt auf der Bank gelandet. Nee, ich wäre sowieso danach gelandet, glaube ich. Echt? Da hab ich mich erzählt. Trio, Dream Team! Kriegen wir hin! Kriegen wir hin! Baby Bowsers Breitseite. Was? Wir kommen actually richtig oft in ein Team, oder? Trio? Ja. Ja. Richtet eure Kanone auf das Baby Bowser Ziel und dann Feuer frei. Mit der Kanone zielen und feuern. Das Baby-Bowser-Ziel bewegt sich gelegentlich, zielt genau mit der Kanone. Die höchste Trefferzahl gewinnt. Aha. Das wird einfach nur zusammengezählt pro Team. Genau. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich total dumm, daraus ein Team in die Gang zu machen, wenn man mal so drüber nachdenkt. Bin ich denn da oben? Oh Gott, dieser Soundeffekt. Der ist super! Oh Gott, jetzt wird's schwierig. Wir verlieren, Alter, wir verlieren so hart gerade. Schieß ich 2D-Sprites, dann ist leicht. Oh Gott, dreh dich in eine Richtung. Ihr habt gewonnen, Alter, aber so hart. Alter. Das war doof. In diesem Spiel kam es gar nicht auf Teamwork an. Weißt du, das große Glück war einfach. Ich war unten, konnte gerade drauf schießen und Dave einfach oben konnte gerade drauf schießen. Bei mir war super viel die Mauer davor. Ja. Ich hatte auch gerade genug Delay gerechnet zwischen den Schüssen und auf einmal so, nein, ich kann spammen. So.
Dachte ich auch erst, dass man wie so Kugelwillis schießt oder sowas. Warum du? Ich will ich nicht. Lampe. Was ist denn Lampe Fortun? Hm. Nimm die Geisterglocke. Du musst für Ausgleich sorgen. Ist das die böse Lampe oder? Genau, die bringt den Stern einfach nur in ein anderes Feld. Ich sehe gerade dieses Relaxium oder vor mir deine Kamera. Das ist ja herrlich. Ich mag's nicht on cam zu essen. Ach, aber mit Essen im Mund zu reden, das geht. Klar, ja. Bist du ja nicht erzogen worden. Schweig. Hi Gamble, Bowser, Handy, Arno. Oder was ist, Glocke, was ist der Lampe Fortun? Was ist das denn? Das ist die Böse. Oder? Die bringt den Stern an ein anderes Feld. Okay. Ja. Dazu muss ich halt jetzt erstmal 2 Minispiele gewinnen. 3 Minispiele gewinnen. Und ich gewinne keine Minispiele. Es gibt auch andere Möglichkeiten, an Münzen zu kommen. Was, sind wir hier wieder beim Körper verkaufen, oder? Ist der eigentlich immer noch da unten rechts? Ja. Ja. Ey, wir kommen da wirklich einfach alle nicht hin, kann das sein? Nein. Holy shit. Das fühle ich hart mit dem Nicht-on-Cam-Essen. Aber auch irre Komplexe wegen Kaugeräuschen. Wir gucken die ganze Zeit schon beim Pizza-Knuspern, ob's vom Noise-Gate rausgefiltert wird oder nicht. Fühle ich, Paddy. Ich bin, dass du das Essen im Streamer gibt, bin ich mittlerweile so schmerzfrei. Ne? Das ist mir vollkommen scheißegal. Ich hätte jetzt richtig Bock auf eine Pizza, ne? Ich glaube, ich mach mir gleich auch eine. Ey, heute ist der Glückstag. Hier musst du doch jetzt safe böse antworten. Räumst du immer dein Zimmer auf? Auf keinen Fall, nein. Du gefällst mir. Hier, ich geb dir so viele Skelettschlüssel, wie du tragen kannst. Ja, ein. Danke. Wow. Bis später. Tschüssi. Dankeschön. Kann auch sein, dass ihr dir coole Items gibt. Das war jetzt einfach nur Bad Luck. Aber trotzdem nice. Ey, so Heise. Viele, wie es irgendwie, ne? Los! Ah. Halbe Katastrophe einfach. Der Bowser-Anzug, ich glaube, der war richtig geil, actually. Ja, du konntest andere Leute damit überlaufen und, glaube ich, den Münzen abziehen. Bowser-Handy. Umkehrpilz. Ich muss nach da unten rechts laufen. Schlüssel war schon mal ganz praktisch gewesen für oben und für unten. Aber ob der noch mal so praktisch ist? Außer Anzug, aber ihr seid alle hinter mir. Also irgendwo links da auf der Seite. Außer Handy könnte ich mal machen. Ah, haben wir es mal gesehen. Ruf mich an! Ruf mich an, Alter! Ruf mich auf mein Handy an! Diese Werbung damals. Jetzt bis. Oh Gott, wo war das denn nochmal? Ich weiß, dass da jetzt auch morgen Strategy. Oh. Gut, aber ich kann auch in die andere Richtung getrieben werden. Ich geh mal. Toads Tanztheater! Ist das wieder ein Rhythm-Game? Oh Gott. Dinge merken. Toads. Oh, Koopa, Goomba und Boohoo tanzen. Merke dir, wer wann aufgetreten ist. Oh Gott. Figur auswählen, Auswahl bestätigen, Auswahl widerrufen. Ach, das geht auch. Hä? Ach Koopa so. Und seine Freunde werden tanzen. Jeder Spieler mit 3 richtigen Antworten erhält Münzen. Hm. Wer wann aufgetreten ist. Also. Ob ich das gerafft hab? Ich find's schön, wie Buhu tanzt. Und was ist jetzt die Frage? Achso. Ja. Ich hab's voll vercheckt. ich hab so, okay, ich merke mir jetzt extra. Goomba, Koopa, Boohoo. Und ich so. Okay, jetzt darf ich aber wenigstens, wie das Game geht. Oh no. Alter, natürlich wird das mehr.
Guck mal, Daisy tanzt einfach mit. Ach, bin ich jetzt einfach raus? Ah, ich bin raus, deswegen tanze ich. Wie grenzt die wieder, von Daisy tanzt? Jetzt kommt bestimmt die übelst schwere Frage. Werden wir noch mehr. Socken hat Cooper unter an. Verdammt! Na! Da atmet mir gerade jemand ins Ohr. Mach weiter. Hallo, wechseln! Dave, guckt, was wir nehmen. Nein! Es hat nicht gewechselt, es ist immer zurückgegangen. Also ich freue mich, dass ich mittanzen kann. Der hat von allen Anwesenden die pinksten Lippen. Vielleicht trägt er auch Lippenstift. Nein, das glaube ich liegt gerade eher an dem ganzen Tabasco. Mir brennt so dermaßen. Wir brennen nur die Lippen. Im Mund ist alles fein. Oh. Ich habe so richtig viel Tabasco gerade auf die Pizza geknallt. Es brennt wirklich nur hier vorne. Im Mund gar nicht. Zeig nochmal wo. Achso, okay. Das klippt er jetzt, ne? Dave ist kalt, nee, mir ist sogar eher warm gerade. Komm, nimm den ganzen Tabasco. Komisch. Ich kann da unten jetzt einfach meine Wunden drehen. Das sieht aus, als ob du Lippenstift trägst. Ich glaube, das war sogar gut, wenn ich mit das ist, das ist richtig gut. Das Problem ist, ich habe nicht genug Münzen. Ich glaube, aber jetzt musst du springen, glaube ich. Weil ich glaube, sonst bist du dran vorbei. Ja, vor allem, oder? Das Problem ist, ich habe nicht genug Münzen. Deswegen. Ach so. Nee, es wäre so gut gewesen. Ja, okay, jetzt wäre er nicht dran vorbei. My bad. Nee, aber wie gesagt, ich habe nicht genug Münzen, deswegen. Ey. Erst wieder Messer in den Rippen und jetzt auch nochmal Eiskugel. Super. Ich habe halt auch gerade ehrlich gesagt gar keine konkreten Vorstellungen, wo ich hin will. So. Das lohnt sich irgendwie nicht zur anderen Seite zu laufen. Aber ja, es ist alles irgendwie ein bisschen weird. Action Time! Ach komm, weißt du was, Arno? Ich nehme dich mit, ja? Ja, aber du bist mein Beifahrer. Du kannst durchlaufen, du hast genug Münzen. Ja, aber ich nehme dich halt einfach mit. Ja, du kannst halt auch jumpen, wenn du willst. Ich hab Milch ja noch nicht so ganz verstanden, warum ich das Scheiße gesagt habe. Ja, ich sag ja, du kannst jumpen oder mitkommen. Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. So, und jetzt kannst du gleich dir einen Stern holen. Ja. Genau. Zumindest, wenn ich da ankomme. So, ich habe mich mal gemutet im Discord. Die hören mich jetzt. Du meinst, es sind zwei Felder, das wird nicht funktionieren. Das Schlimme ist, es sind drei Felder. Das wird definitiv zwischen Milchi und Arno ausgetragen. Ich werde den roten Pilz definitiv benutzen. So, Milchi einen Stern klau, er wird es mir übel nehmen. Es sei denn. Andererseits, ich will nicht, dass Arno denn, gewinnt. Du rufst an, gibst meinen Namen an. Das haben Arno und Milchi letztes Mal gewonnen. Beide, ne? Erstmal Luigi nochmal. Alle kommen dahinter, ich will den nicht. Nee, komm zu mir, richtig cool, hör mal. Ich weiß noch nicht, wem ich den Stern besorgen will. Ich will auch mal die andere Seite des Brettes sehen. Ja, beide haben halt schon mal gewonnen. Ich muss aber sagen, das ist wirklich eine coole Map. Die ist ganz lustig, ja. Jetzt steht ihr alle drei da hinten und ich bin ganz allein auf der linken Seite. Oh. Okay, Rio wollte nicht so weit runter. Ich habe nicht so viele Münzen. Arno, denk dran, ich war nett zu dir. Ich weiß, aber du kannst an einen Stern kommen. Aber ich war nett zu dir, ich war richtig nett zu dir. Du kannst auch machen, was glaubst du für random? Ich bin gerade in der Badewanne, hier spricht Bowser, wer ist denn da? Was glaubst du? Kann ich das fragen? Dann ist random. Du machst wohl immer solche Scherze. Das ist schon lange her. Ich komme. So, wer? Ich bin gespannt. Er kann auch selber, ne? Okay. Oh, ich hoffe, dich zu treffen, Peach.
Damit das ist so ekelhaft. Ich hätte mir jetzt mal einen Stern holen können. Das war der RNG jetzt. Das war wirklich RNG. Da ist zweimal 30 Münzen für Bowser drauf. Ja, was kriege ich wohl? Stern gehabt. Oh, ist ich das... Es ist so widerlich. Ich stand direkt davor. Muss einfach nur das Minispiel gewinnen jetzt. Jetzt gibst du mir 30 Münzen. Nein, ich gebe ihm 30 Münzen. Was für ein Minigame. Danke für dein Minigame. Ja, bist du wieder dran, bist du ein Minigame, aber das bringt dir auch nichts. Nein, das bringt mir überhaupt nichts. Ja, das ist blöd. Ja. Guck mal, vielleicht wirklich eine 1, keine Gerechtigkeit. Das wäre so geil, eine 1. Nochmal Pause, direkt hinterher. Das habe ich davon, wenn ich nett zu Arno bin. Er sticht mir immer in den Rücken. Er macht es aber immer. Aber das Messer war RNG, Milchi. Oh, es war nicht RNG, dass du das Handy gezückt hast. Doch, das war auch RNG. Du stellst dich hier hin wie RNGler Julie, aber das bist du nicht. aber das bist du nicht. Was? Wo kommt der denn jetzt wieder her? Was müssen wir hier tun? A und B drücken. Auf dem Bild seht ihr diese das Karotten-Icon, ne? Steig auf ein Hauteuhü und komm in die Hufe. Die Karotten mitten auf der Rennbahn helfen dabei. Aber die wechseln zwischen guten und schlechten Karotten. Treibst du dein Hauteuhü zu sehr an, bockt es. Werde langsamer, wenn die Karottenanzeige sinkt. Wie es bei jedem Pferd auch immer eine Karottenanzeige ist. Das ist herrlich. Also sollte man das jetzt nicht doof irgendwie ganz schnell spammen, sondern irgendwie ein gewisses gutes Pattern finden. Genau. So A und B und dann wiederholt wechseln. Und ein Z? Du kannst auch Z statt B benutzen. Das ist wie mit dem Luftballon-Game mit Bowser. Und ihr wollt über die guten Karotten, denkt dran. Nicht über die bösen Karotten. Dann Hotte-Hü. Das Ding ist, wir können doch eh nicht lenken. Ja. Hä? Alter, ich raff's nicht. Achso, ich muss... Ah, okay, jetzt hab ich's gerafft. Hat da jemand gespammt? Scheiße. Na, fuck off. Ja, damit bin ich raus. Weil ihr alle die guten bekommen habt. Ich überhole dich trotzdem nicht, Alter. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, ich überhole dich einfach trotzdem. Das hat mir einfach nichts gebracht. Ja, scheiße. Haha! Hey, ich gewinne ein Minispiel! Ich wollte gerade sagen, hey, ich habe einfach als letztes in dem Ich will ein Minispiel! Ja, die sind einfach alle gleich lang. Das Prinzip eines Rennspiels, also eines Rennbahnspiels, muss ich mir, glaube ich, noch verinnerlichen. Oh Gott. Ich glaube, das zweite oder dritte Minispiel, das ich gewinne, ja? Reite das Ding, als ob es kein Morgen mehr geben würde. Los. Oh Gott, Herbst. Süßes Minispiel. Oh Gott. Letzte 5 Runden! Es ist Zeit für Baby Bowsers letzte 5 Runden. Sehen wir erstmal die Ergebnisse an. Daisy ist Erste. Peach ist Zweite. Yoshi ist Dritter. Und Luigi ist Letzter. Welcher von den Verlierern... Wen kümmert's bestimmt, wenn nur den Verlierer? Und unser Medium ist kein anderer als... Ich, Bowser. Ich sage aus, dass Peach heute verlieren wird. Da sind wir actually einer Meinung. Sie hat mich gerade noch angerufen. Unser prophezeiter Verlierer Peach muss Bowser 10 Münzen zahlen auf Nackenbasis. Alter, wie sehr kann diese Spieler... Ah ja, Duellregel. Es ist der hat diesen Anruf nicht vergessen, Michi. Er war noch nicht mit dir fertig, einfach. Oh, es ist traurig. Hey, mein erstes Item-Game, wenn ihr alle schon 100 hattet. Und nicht Baseball. Okay. Messi wäre mir lieber, aber... Oh, Evil-Items. Ich sag Folgendes, ja, wenn wir gleich in die Pause gehen, vor die nächste Mario-Party-Runde, ich werde mir vorher eine TK-Pizza machen, weil die brauche ich. Mach den Ofen schon mal an, so wie ich gerade. Das,
ist eine gute Idee. Ich bin gleich wieder da. Kannst du meine... Nee, ich mach meine Cam kurz selber aus. Bis gleich. Steck sie einfach aus. Das ist gar kein Problem. Ihr habt das langweiligste Item von allen bekommen. Milchi war schon immer eine Red Flag. So, ist das die... ändert. Achso, die Farben ändern sich. Okay. Jetzt ist aber nicht da, scheiße. Das ist jetzt... Ja, das ist jetzt natürlich doof. Wie hast du das eigentlich gemacht, mit, dass sich die Farbe immer wieder ändert? Das ist ein GIF. Alles sehr stark. Das ist einfach nur das ein RGB-GIF. Oh, das ist ja ein cool. Ding. Ja. Das ja, also. Ja. Das hätte ich mir nicht gedacht. Und es sind auch... Bei jedem hast du das anders eingebunden, es sind, oder? Es sind alles verschiedene, weil der Startpunkt bei jedem anders ist, damit es aussieht, als wäre es immer random. Selbst aber eigentlich ist es immer nur der gleiche Loop. Ich gaukle euch nur Sachen vor. Ah, jetzt kommt alles raus. Ja, ich gaukle auch meinen Skill immer vor. Eigentlich ist alles pre-recorded und... ein Smart Dave, genau. Wenn ich meine Waage frage, könnte doch zwei Smart Dave stehen, aber egal. Das ist ja so die Sache bei Dave. Man darf ihn auch immer nur bei bestimmten Timestamps irgendwas fragen. Also beispielsweise steht jetzt auf meinem kleinen Zettel hier, es ist jetzt 22.45 Uhr. Hey Dave, was spielst du denn am Sonntag so? Oh, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt weiß ich das noch gar nicht. Ich habe mich noch nicht entschieden. So, wenn ich jetzt aber eine andere Frage nehme, wie zum Beispiel, hey Dave, wie gut findest du eigentlich Castle in the Darkness? Das Thema ist erst für 22.48 dran, Arno. Mann! Kannst du nicht lesen? Meine Antworten sind begrenzt. Sie müssen die richtigen Fragen stellen. Das hat er in der Prediction nämlich schon aufgenommen, dass ich direkt verkacken werde. Ja! Jetzt ist alles wahr. Arno doch, deswegen. Gibt auch ein Tool für solche Rahmen. Kann man ganz viel einstellen. Ich hab irgendeine Internetseite genommen. Steht Milchis Ofen irgendwie noch in einer anderen Stadt? Oder? Ja, ich glaube, also, man muss den erst noch zusammenlöten. Ich musste ein komplett anderes Stockwerk laufen. Ja, in meiner Riesenvilla. Musste ja, glaube ich, auch. Echt? Okay, habe ich nichts gesagt. Sogar zwei. Muss ein bisschen oben ein. Ja, sonst so? Jetzt, wo Milchi nicht da ist, also die Allianz gegen Milchi steht noch, oder? Dass wir jetzt in der letzten Runde alle... Ja, da gehen wir richtig drauf. Also, ich habe auch schon Ellenbogen angespitzt, ne? Also, da geht's so richtig drauf. Ja, das wäre auch noch fair dann, weil er hat ja schließlich das letzte Match gewonnen, ja? Von daher, es geht ja immer gegen den Sieger. Milchi hat zuletzt gewonnen von allen. Entsprechend ist jetzt einfach Milchi dran mit Leiden. Die meiste Zeit leide sowieso ich. Möchte nur mal betonen, wie viel Pech ich hatte, ja? Ja. Weißt du, Dave, ich muss halt dazu sagen, du bist immer der, der halt mit dem Chat agiert. Ja, du bist einfach für den Chat. Du freust dich, dass jeder einzelne... Ja, aber der Chat ist gegen mich. Ich weiß nicht, warum ich mit dem Chat agieren soll. Also, du freust dich einfach, dass jeder dabei ist und du hast immer so liebe Worte, wie zum Beispiel... Ihr habt mich alle so verdorben. Ihr, das ganze Internet da draußen, ja? Das ist alles eure Schuld. Du und dein blödes Monitoring-Tool. Ich hasse es. Du kannst mit dem Kerl nicht im Voice sein, ohne dass er dich aufnimmt. Nee. Hanno ist nächstes Mal nicht mehr dabei, wenn wir sowas nochmal machen. Was denn? Oh, nix. Ein Bobblehead. Wie heißen die nochmal? Ein Voltboy. Pipboy. So heißen die noch, oder? Pipboy. Voltboy. Wurde gerade automatisch gewürfelt, weil er zu lange gebraucht hat. Nein, das war ich tatsächlich. Ah, okay. So. Das hat er wieder aufgenommen, natürlich. Nee, der Pipboy ist das Ding am Arm, oder? Ach, keine Ahnung. Ist ja gute Strategy. Pipboy ist Degret. Degret, ja. Degret. Ich habe noch nie ein Dings gespielt, ein Pipboy-Game. Jetzt krieg ich eine 10. Mir fällt Franchise gerade nicht ein. Nicht Flat Out. Fallout. Flat Out. Ja, da habe ich nichts von, wenn ich da jetzt hinlaufe. Blöde Scheiße. Die Fallout-Expertin schreit intern. Du könntest... Ah ne, mit 8 ist das schwierig. Du könntest in die Mitte laufen, dann wieder nach oben. Ja, dann eine Runde drehen. Oh, du könntest nach... Kannst du nach rechts gehen? Du könntest dann durch das Tor gehen, in der Theorie. Du kriegst du jetzt... Nein! Arno! Was denn? Ich brauch doch nur eine Münze mehr, damit ich dem Kerl den Stern klauen kann! Welchem Kerl? Ja. Hier!
Ach so, die Münze. Mir! Natürlich lenkt er Rio jetzt das auf das Feld. Das Schlimme ist, Arno wird sich jetzt wahrscheinlich, das Game gewinnen und sich den Stern kaufen können. Ja, und ich kann ihm den jetzt nicht mehr klauen. Regentanz. Guck mal, was für deine Scheißmünzen. Und da war ich richtig gut immer. Jetzt mach ich euch fertig. Ihr müsst Arno behindern, ne? Damit ich gewinnen kann. Ist das ein Deal? Danke. Halte deinen Topf unter die Regenwolke und bewässere deinen Schnapp-Piranha. Je mehr Wasser, desto besser. Bewegen. Actually ist es wirklich nicht gut, wenn Arno sich den Stern kaufen kann. Ja. Die Regenwolke zieht hin und her. Bleib unter ihr. Das kann noch halbwegs knapp sein, weil dann haben wir alle zwei Sterne und Rio einen. Dann wird es wenigstens noch irgendwie spannend. Ich möchte das nur noch mal als Info in den Raum werfen. Wo bin ich denn da? Also ich wollte einfach nur das Beste für Rio. Was ist denn los mit euch? Oh, ist dieser Lag ekelhaft. Ja, ich hab das verloren. Wie biased ist das denn schon wieder Rio gegenüber? Holy shit. No. Peach, geh mir aus dem Weg! Ah, das wird nix. Hab ich safe nicht gewonnen, Alter. Das Ding hat mich so gedodged, ne? Und er holt sich den Stern. Ich kann mir den Stern nicht holen. Das ist so lächerlich. Ich gebe wenigstens meine 20 wieder. Nicht mal. Ich hätte es 9 zu bekommen und die eine wäre jetzt nicht die andere. Wir müssen mal das Eis brechen, Leute. Müsste die Nase brechen, oder was? Ach, der ist ja auch dran vorbei, okay. Na, immerhin. Dann ist ja, lohnt sich auch nicht, Davis Bethesda. Ich habe einen Fallout sogar vor zu spielen in absehbarer Zeit. Eisstachellauf. Oh, war das mit der Eisfläche und den Stachelkuppers? Ich meine nur, ich. Ja. Hätte doch Alternativpläne. So. Lass dich nicht von dem Stachel. Das funktioniert nicht nur ganz. Der auf dem glatten Spielfeld herumrutscht. Wirf die mal zu Arno hoch. Je länger der Stachelpanzer herumschlittert, desto schneller wird er. Vorbei hoch. Der zuletzt übrige Spieler gewinnt Münzen. Maximal dann New Vegas. Ja, 3 oder New Vegas standen zur Auswahl bei mir. Hab so abgeschlossen mit allem hier, ne? Ich merke, ich wollte gerade sagen, willst du nicht. Scheiße. Ja, Lass mich's gewinnen! Yes! So. Ich hätte genug Geld gehabt! Aber es gibt einen Minispielstern. Ja, aber ich kann ihm den Stern nicht klauen, wenn ich nicht das Geld dafür habe. Aber dann würdest du über Milchi kommen. Ich krieg eh keine Bonussterne. Ach. Wenn ich jetzt auf ein rotes Feld lande. Ja, guck, jetzt muss ich nämlich auch noch meine Münzen abgeben. Naja, wir haben halt mal ein paar Runden, also. Nein, ich spiele das jetzt sicher runter. So. Oh, warte mal, ich kann da aufmachen. 1, 2, 3, 4. Okay. Dann geh ich da lang. Mal auf. Okay. Ich habe halt gedacht, warum nimmst du nicht die Eiskugel und läufst einfach zum Stern? Ha! Klappe. Da habe ich dran gedacht. Wenn der jetzt mir das Ding klaut, ey. Es tut mir echt leid, so. Ach, du. Aber du kriegst einen Turbopilz. Er klaut mir alle Items. Ne, wir tauschen Items. Ja, ich habe auch gedacht, dass ich dir das nehmen könnte. Oh. Aber egal. Du. Ich
Hätte ich das halt gewusst, hätte ich meine Items halt auch vorher geused, aber... Oh, das hat sich gelohnt. 45 Münzen. Ich glaube. Das ist nice. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe den mir tatsächlich genommen, um Münzen zu klauen, aber meine Pläne haben sich gerade geändert. Alles geplant. Aha. Aha. Don't do it. Er hat kein Geld. Ah, okay, ich dachte gerade schon. Ich dachte auch, dass der Buu eigentlich umsonst wäre, wenn man da hingeht. Ich glaube, nur um einen vierten Spieler zu haben, keine Ahnung. Mist. Das ist okay, Milchi, das werde ich mir für nächste Runde merken. Mein Gott, ich war nicht mal irgendwie biased oder so gegenüber. Alles, was ich gemacht habe, ist einfach für mich strategisch am besten gewesen. Ja, und dann möchte ich strategisch, dass Arno jetzt gewinnt, damit du dir den Stern nicht holen kannst. Ich wusste es, Alter, kurz vor Schluss muss noch alles weg. So, ich bin jetzt pro Arno. Nee, das ist diesen mentalen Betrayal von dir, der... Ich bin dir nicht in den Rücken gefallen! Lass mich beklauen, während ich Arno beklauen wollte, damit ich ihn nicht beklauen konnte. Also bitte! Was? Ich komm zwischen dem zweiten und dem dritten Beklauen nicht mehr hinterher. Du stehst auf dem Stundenzeiger und springst über den Minutenzeiger. Oh Gott, das ist das Game. Springen! Die Uhrzeiger werden plötzlich schneller, langsam oder ändern die Richtung. Also pass bloß auf. Go keiner! Die wird alle verlieren sehen. Okay. Oh Gott, und das jetzt noch mit dem Delay. Ja. Also Milchi, auch ein gutes Match, aber es wird kein gutes Match, weil das Match nicht gut werden wird. Oh Gott, ich hab jetzt schon keinen Bock. Das ist richtig lustig, das Spiel. Ja. Ah. Gott, warum ruckelt es denn? Das ist fies. Das Ruckeln ist halt, das macht das Timing so kaputt, ne? Ja. Ich weiß aber, dass der irgendwann einfach meinen Input fressen wird und deswegen werde ich... Oh, der war sehr symmetrisch. Elbsynchron. Na komm, Spiel. Immer zu. Wahrscheinlich. Ja, oh Gott. Oh, close. Wird einfach irgendwann mal zu früh springen oder so, weil ich mit dem Haken rechne. Oh Gott. Jetzt wird es nämlich erst lustig. Ja. Oh Gott. Gut, beide. Scheiße, das war zu früh. Das war zu früh. Ich hab's gesagt. Irgendwann zu früh. Aber GG, Mädchen. GG. Ich hab's so. Das war wirklich Herz. Lang. Oh Gott, ich muss das. Ja, das war wirklich krass. Holy shit. Ich hätte aber gern noch weiter gespielt. Oh, ich nicht, Alter. Ich hab die ganze Zeit verdient. Ohne Scheiß, zwei. Drei Hüpfer mehr und du hättest gewonnen, weil ich einfach mit dem Herzstillstand einfach unter den Tisch gelegen hätte. Das hatten wir schon. Oh, komm. Das ist das erste Spiel, was doppelt ist. Na ja, gut, kennen wir ja. Arno macht links, rechts, der Rest weicht aus. Milchi, nee, das... Voll nett übrigens, so, weißt du, ich schenke Herbsi so ein Bild, ich sag so, guck mal Herbsi, wir sind gute Freunde, deswegen gebe ich dir etwas von meinem Herzen ab. Und Herbsi dann so, oh, das ist super lieb. Arno, gewinn! So, ich stell mich einfach in die Mitte. Meinst du, das funktioniert? Ist mir egal, wir sind gerade in einem Team. Wow, Dave. Ich nehme das sehr persönlich. So sauer wegen einer Scheiß-Locke. Ja, mich trifft's dann wieder, ey. Wenn ich das überlebe, nur weil ich in der Mitte stehe. Warte. Hör auf zu drehen, ich treff die Kugel nicht! Wärst du... Danke. Wärst du an meiner Stelle gewesen, hättest du dasselbe getan. Hallo, hättest du nichts mehr gemacht, ich hab gerade aktiv versucht zu verlieren. Ich hab dich einfach nur nicht treffen sehen. Wie du mich einen reinwürgen willst und mich mit runterziehst. Ja, du bist jetzt Kollateralschaden, das ist halt so.